So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Wir sind hier gerade immer noch auf der, ja, quasi auf dem Weg zu unserer Hauptquest im Reich der Toten. Wir hatten hier gerade ein bisschen Begegnung mit ein paar Viechern. Aber ich glaube, wir sind schon so gut wie da. Ja, wir sind da. Die Story geht weiter. Also ich muss sagen, diese Sequenz gibt definitiv ein gutes Thumbnail ab. Heute bin ich froh, dass ich das gerade nicht steuern muss. Ich glaube, wir sind beim ewigen Thron angekommen. Yay! Schöne Musik im Hintergrund, also schön. Ah, okay, man kann auch ohne den Todesgriff ausgerüstet zu haben solche Sprünge machen, habe ich jetzt gerade gemerkt. Das ist gut. Warum wird mir keine Minimap angezeigt? Widerstand hoch und Zorn hoch. Was trage ich im Moment? Ach, schon wieder falsche Taste. Na gut, da würde ich lieber die behalten, die ich gerade anhab. Aber keine Minimap zu haben, ist schon ein bisschen blöd. Da muss man sich so genau umgucken. Also noch genauer als sonst. Was zum... Nein! Gut, zurück. So. Ach, hier, okay. So einfach ganz gehen. Moment, das bewegt sich hier alles. Ach du Heilige. Mir wird so ein bisschen schwindelig gerade. Also jetzt nicht in echt, aber ich glaube, wenn das... Ah. Ich weiß nicht, ob das so... Wow! Boah! Das war ungewollt gutes Timing. Wo kann ich jetzt von hier aus hin? Und von da komme ich, dann kann ich da hinten hin. Wenn ich da... Wenn das das nächste Mal in einem guten Winkel steht. Jetzt. Huh. Oh, schnell. Huh. Boah.
Das ist echt gut gemacht. Man wird wirklich fast so ein bisschen schwindelig. Also das ist kein Level für Leute mit Höhenangst. Man kriegt da echt so ein gewisses Gefühl. Und das ganz ohne Oculus. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wirklich alles schwankt. Moment. Das Ding ist besser als das, was ich gerade habe. Zumindest, na gut, das macht zusätzlichen Feuerschaden und Gesundheit beim Exekutieren. Was macht das Ding halt? Durchschlagsschaden, Blitzschaden, kritischer Magieschaden, 24% ist natürlich ordentlich. Aber ich glaube, alles taugt sehr gut als Futter für die Sense, die ich gerade zusätzlich bekommen habe. Holla. Weiter im Text. Moment, muss ich jetzt hier... Nö, musste ich nicht. Zurück. Für mich sah das ein bisschen danach aus. Aber höher geht's hier doch nicht, oder? Ach nee, man kann dann hier dran. Okay, das erklärt's. Puh. Mensch, hier wird doch selbst Prince of Persia Höhenangst kriegen. Habt ihr eigentlich davon den Film gesehen? Ich muss sagen, als Film fand ich den ja ganz okay und für eine Verfilmung überraschend gut. Also, Moment mal, das sah so aus, als könnte man sich... Nee, man konnte sich nicht unten festhalten. Das sah nur so aus. Okay. Nee, warte. So. Hoch. Abspringen. Hierhin, genau. Kletterpartie ohne Ende, ja. So nenne ich vielleicht auch die Folge. Und weiter geht's. Hopp. So, wenn man mal schnell runter will. Moment mal. Ich hatte gerade so ein Knarzen auf dem Ohr, als wäre das wirklich das... Tatsache, Dielen knarzen, wenn man drüber geht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, aber... Schon eine coole Sache. Okay, man kommt darüber, aber das ist verschlossen und da unten ist auch irgendwas. Aber erstmal werde ich dann die Tür öffnen, weil normalerweise kann man durch eine Tür auch wieder zurück. Oh! Ich glaube, wir sind da. Hier gibt es sogar einen Trainer für Moves. Wer bist du? Hat der Kanzler dich geschickt? Nun, Reiter, ich habe den Tod schon einmal besiegt. Und ich kann es wieder. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Natürlich nicht. Du stinkst immer noch nach Hoffnung. Du hättest dich nicht mit dem Kanzler treffen können. Kanzler klingt nicht nach viel. Seit Ewigkeiten lässt seine Zunge Gift in die Ohren des Königs der Toten tropfen. Er sitzt fast auf dem ewigen Thron und er verlangt Dienste. Okay, aber ich würde sagen, wir kennen dich nicht. Wer bist denn du? Wer bist du? Ich bin der Meister der Klingen. Und alles, was von dem Krieger aus dem Reich der Menschheit übrig ist, der einst Draven hieß. Ich hätte vor langer Zeit den Quell der Seelen passieren sollen.
In der Arena habe ich meine Freiheit gewonnen. Nur um unter das Joch des Königs der Toten zu geraten. Draven, ja gut, hätte er jetzt Draven gesagt, hätte ich direkt erstmal eine League of Legends Anspielung machen müssen. Not Draven. Draven. Egal. Aber ein Mensch, ausnahmsweise mal der erste Mensch, den wir treffen. Auch wenn er tot ist. Und hier können wir nämlich ein paar weitere Moves kriegen. Okay. Beginnen wir erstmal mit den Standard-Moves weiter oben. Die sind auch ein bisschen günstiger. Kippsäge in der Luft. RB und X oder X während Schnellsturz. Klingt doch cool. Beeindruckend. Du hättest dich in meiner Armee gut geschlagen. Witwenmacher, Y mit richtigem Timing mit, beim Angriff mit schweren Kraftangriffen. Das kam unerwartet. Grabbrecher mit richtigem Timing bei Einschlag von schweren Angriffen. Und jetzt können wir hier zusätzliches Training für Sachen kriegen. Ach, und es gibt hier noch den Move Aufsteiger. Holen wir uns. Beeindruckend. Du hättest dich in meiner Armee gut geschlagen. Okay, erweitert aufgeladene Axt muss nur ein Volltreffer-Timing zu ermöglichen. Die holen wir uns. Das kam unerwartet. Und für den Fall, dass wir andere Sachen... Ja, nehme ich noch das Hammertraining, das Keulentraining mit. Für den Rest fehlt das Geld. Das heißt... Irgendwo wäre da jetzt noch ein Volltreffer-Timing dann wahrscheinlich bei Gegnern. Der fahle Reiter. Fleisch und Blut. Ja. Ach ja, ich sollte vielleicht mal... So, wie wäre das? Ach, das ist wie die Kreissäge von Krieg. Das ist ja eine geile Technik. Warum habe ich die denn kaum in Erinnerung? Also ich weiß, dass ich mir irgendwann halt mal alle Moves geholt habe in meinem Spielstand. Unmöglich. Aber das Gebiet hier scheint so ein bisschen wie eine, weitere Stadt zu sein. Also einen ähnlichen Status zu haben wie Dreistein. Zumindest wenn man das hier betrachtet. Haben wir Nachrichten? Geschenk von Anonym aus Dreistein. Oh. Ah, die Feuerprobe, stimmt ja. Ich biete dir diese Einladung an, um bei der Feuerprobe zu bestehen. Ewiger Ruhm erwartet dich, wenn du sie komplett schaffst, wenn du überlebst. Dann suche mich auf, um meine Herausforderung anzunehmen. Hinweis, die Feuerprobe ist durch schnelle Reise im Kartenbildschirm zu erreichen. Das ist auch die einzige Möglichkeit. Der Narr, wir haben eine Tarotkarte. Bei einem neuen Abenteuer ist alles unbekannt. Der Reisende beginnt als Narr und gelangt zu Wissen, während sein Weg aufgedeckt wird. Die Feuerprobe wurde auf der Weltkarte freigeschaltet. Nimm diese Karte mit und decke die Identität des Absenders auf und dessen Motivation. Es wird auf jeden Fall einige Folgen geben, die sich mit der Feuerprobe befassen. Ich kann nicht. Mensch, kann man... Das kann ich nicht ausrüsten. Ich soll es nicht ausrüsten, du sollst es benutzen. Egal. Augenscheinlich hat er von allem schon genug. Die Nachricht hätte ich mir auch in Dreistein abholen können. Aber die Feuerprobe ist eine sehr interessante Sache. Nur im Moment, also es lohnt sich erst auf hohen Leveln da wirklich hinzugehen. Schauen wir doch erstmal, was so der König der Toten so zu sorgen hat. Der Fürst der Knochen oder was weiß ich. Niemand stört den Fürsten der Knochen ohne Erlaubnis seines Kanzlers. Ein Reiter im Königreich der Toten? Nein, nein, das funktioniert niemals. Ich muss mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Oh, das ist unmöglich. Mein Herr besucht sein Reich. Eine Last, die selbst die Kräfte von euch Reitern überfordert. Und welche Verwendung hast du? Ein Türstopper?
Es gibt jedoch einen Weg, ihn aus seinem Schlummer zu wecken. Die Goldene Arena. Dort wird Sterblichen eine letzte Chance geboten, sich dem Grab zu entziehen. Eine Gunst, die eine Audienz beim König beinhaltet. Besiege den Champion der Arena und kehre mit seinem Schädel hierhin zurück. Seine Majestät wird dir dann eine Audienz gewähren. Und wo ist diese Arena? Ich glaube, wir sind da. Mach dir keine Sorgen, Reiter. Wir sind bereits angekommen. Ja, achso, wir können auch nach Achidna und Argul fragen. Machen wir mal. Euer König ist nicht der Erste, der hier herrscht, richtig, Kanzler? Es gab einen anderen. Eine Kreatur namens Argul. Zu verrückt, um ihn auf dem Thron zu lassen. Ich half meinem Herrn, ihn loszuwerden. Und vernichtete sogar einige seiner Diener. Zissississ. Was würde mein Herr nur ohne mich machen? Was hat Achidna mit eurem Königreich zu tun? Wie ich hörte, hatte sie ein eigenes. Das Schattenreich Isselik, ja. Wo die blinden Schwestern ihre Netze spannen. Viele Feinde meines Herrn flüchteten damals dorthin, als seine Herrschaft noch jung war. Wir jagten sie. Achidna konnte so gerade entkommen. Vielleicht suchte sie dort Unterschlupf und webt dort noch immer ihre Bosheiten. Lass mich mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Dann werde ich euren Champion verschonen. Und dich vielleicht ebenfalls, Kanzler. Du kannst nicht erschlagen, was bereits tot ist. Aber du kannst es gerne versuchen. In der Arena. Vergiss, was ich darüber sagte, dich zu verschonen, Türsteher. Erzähl mir vom König der Toten. Seine Herrschaft ist ewig. Sein Wort ist Gesetz. Und seine Zeit ist unbezahlbar. Ich stelle sicher, dass er nur mit jenen sprechen muss, die es auch wert sind. Dann siehst du ihn wohl selten, Kanzler. Sei in der Arena vorsichtig, Reiter. Sollte dir etwas passieren, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit leben könnte. Ich würde sagen, ich speichere hier einmal. Oh, wir haben einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Der wird natürlich direkt ausgegeben. Und zwar... Gesundheit der Gude ist nicht schlecht. Die werden zum Teil sehr, sehr schnell umgenietet. Die explodieren zwar nach einer Zeit, aber egal. Was ist denn jetzt? Nichts. Ich wollte jetzt die Folge beenden, Alter. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play. Lasst konstruktive... Ja. Halt die Klappe! Lasst konstruktive Kritik da, vielleicht ein Däumchen nach oben. Schaut eventuell auch mal mit Schaugarten vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Darkseid 2. Bis dahin. Cheerio!